Im südlichen Königreich, in der wundervollen Meeresstadt Judette, begrüße ich euch, meine liebsten Leute. Weiter soll es gehen. Hier und jetzt, in der neuen, nächsten Folge von Dragon Quest X, dem wundervollen 10. Online-Ausläufer dieses fantastischen Franchises. Wir müssen jetzt erstmal Fuß fassen auf diesem neuen Kontinent. Wir wissen noch gar nicht so recht, was wir tun sollen. Wir sind von A nach B gehetzt, wurden von diversen Leuten beauftragt, Dinge für sie zu besorgen. Warum auch immer. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, welcher Mission wir zunächst unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir sind jetzt wieder voll dabei und wie gesagt, ich werde jetzt wieder alles daran setzen, etwas regelmäßiger Folgen zu bringen. Das heißt, wir werden immer noch schön Dragon Questen und ich gucke mal, was könnten wir denn machen? Es geht hier weiter, wir wollen die Geschichte auch fortsetzen und dafür müssen wir einige Kleinigkeiten machen hier in der Stadt. Ich würde auch gerne aber mal auch rausgehen, vielleicht müssen wir auch mal außerhalb gucken. Wir müssen uns aber auch noch zugleich auch ausrüsten und so weiter und so fort. Deshalb, ich weiß gerade gar nicht, was wir als erstes machen sollten. Hier gibt's noch mal einen Blick auf den, auf die Kontinente, wo wir uns ja befinden. Wir sind jetzt hier auf diesem Archipel. Wenna heißt das Archipel. Ist es, ne? Da sind wir doch, glaube ich. Ja, ich meine schon. Wir waren ja davor, waren wir ja auf dem Kontinent Ogrid. Ja, und es gibt noch sehr, sehr viel mehr zu bereisen. Viele tolle Ländereien. Und hier haben wir zum Beispiel die Insel Rakkaran. Da müssen wir auch noch hin. Das war auch eine Quest, glaube ich, bezogen, die wir das letzte Mal angenommen haben, die uns dorthin führt. Wie war, da müssen wir wahrscheinlich mit dem Zug fahren, ne? Guckt euch das mal an. Da ist hier die Paradiesinsel Rakkaran. Guckt euch die an. Da müssen wir weiterfahren. Ah, ich will mich jetzt noch nicht lösen von diesem Ich bin ja erst angekommen. Ich gucke lieber mal, was es stattdessen hier noch so Tolles zu tun gibt. Ein wunderschönes Gedicht der Liebe könnte man hier von einer Dame an der Küste nehmen. Die liebe Wedi-Dame Marib scheint ein Problem zu haben. Wir wollen uns natürlich nicht in den Tod stürzen, sondern uns der Probleme der Leute annehmen. Das ist ja auch, wir sind ja scheinbar als Helden unterwegs. Wir stellen mal unsere Ambition hier, die ganzen Orden und sowas zu sammeln, in den Hintergrund so ein bisschen und kümmern uns um die Begehren der Menschen hier. Wo ist er denn? Da hinten? Ach du meine Güte, was ist das denn? Was ist du denn da? Marib ist auf jeden Fall die Beste. Was bist du denn? Ach du hockst da echt. Was pullerst du da? Jedenfalls, sie spricht wie folgt und sagt, ich habe letztens etwas Herangeschwemmtes gefunden, eine herangeschwemmte Flaschenpost sozusagen, ein kleines Stück Papier war hier an der Küste. Und da drauf stand auf dem Deckel dieser Glasflasche folgende Schrift und zwar Kawaiko Yonde, also süßes Mädchen liest den Text. Da stand da drauf, deshalb habe ich es geöffnet, natürlich, ich als süßes Kind, sagt Marib. Und da drinne habe ich es gesehen, ein langes, silberfarbenes Haar. Moment mal, das ist aber ein bisschen komisch. Dazu war da noch ein Foto mit drin. Moment mal, ein silberfarbenes Haar, ist das irgendein Alter? Irgendein alter Typ, alter Knacker sucht hier Frischfleisch oder was? Jedenfalls war da auch ein wunderschönes Liebesgedicht. Neben dem Foto mit und dem Haar. Und ja, seitdem ich das gefunden habe, auch wenn ich schlafe oder wach bin, die Worte gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Ach, ich würde am liebsten dem Ersteller oder dem, der diese Flaschenpost auf den Weg geschickt hat, meine Gedanken schicken. Und ja, es ist eine Sache, die mein Herz begehrt. Es gibt nämlich auch, ein Gerücht geht umher, dass wahre Liebe wahre Liebe entstehen kann auf diesem Weg. Und zwar, wenn man einen Brief schreibt mit einem besonderen Stift sozusagen, der aus besonderen Dingen hergestellt wurde, dann kann man nämlich Glück für einen heimsuchen. Und da gibt es ja auf der Insel Radis, gibt es sogenannte Tap Pengi, also sind das diese tanzenden Vögelchen, die haben Glücksfedern, die die verlieren. Und könntest du mir davon einen bringen, dann kann ich den Stift herstellen, kann ich einen Brief schreiben, kann ich wahre Liebe finden, ja. Das Gedicht, was hierher gefasst ist, komm, nehme ich mal an. Was für eine verlässliche Person du doch bist. Ich glaube dir, dass du meinen Wunsch erfüllst und weil du die Quest ja auch annimmst, alles klar, komm. Ey, mal ganz ehrlich, kann ich mal was für mich machen hier irgendwie? Wie gesagt, das ist, glaube ich, nur eine Auflistung der verschiedenen Quests. Ich gehe mal ganz kurz aus der Stadt raus.
Einfach nur allein aufgrund der Tatsache, dass ich mal gucken will, was es sonst noch Wunderschönes gibt hier. Die ganze Stadt sehen. Taverne. Ach, hier kann ich durch die einzelnen Areale auch noch schwenken. Ich bin ja spieletechnisch, bin ich ja noch ein Grünschnabel. In der Welt bin ich noch ganz jung. Dafür muss ich wahrscheinlich noch ein paar mehr 100 Stunden investieren. Ah nein, wir wollen jetzt mal gucken, was denn dieser Kontinent so bieten mag. Was machst du denn hier? Haldi. Was ist los, Haldi? Fehlt dein Oberteil oder was? Nee, ach, hoch, weit hochgeschnürt. Bist du ein Reisender? Diese Stadt wird als Dudette bezeichnet. Okay, ich erzähl dir eine Sache. Wenn du diese Stadt verlässt und den Weg folgst, und zwar nach Norden, dann kannst du zur Chudarana-Küste kommen. Und dort, ist ein Kanu-Ort, ein Kanu-Bootverleih, wo du dann zum Schloss von Berinat reisen kannst. Merk dir das. Okay, wir müssen wahrscheinlich zum Königreich, König gehen, beziehungsweise dort uns dem Königsschlosse nähern, um dort natürlich dann im Auftrag der höchsten Instanz hier Quests zu erfüllen. Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen was erleben. Deshalb ist es schön, hier zu sein, draußen mal zu gucken. Das ist die erste Karte hier auf der Insel Jude. Nördlicher Teil, guckt euch das mal an. Da haben wir kleine Tümpel. Sieht so noch ganz friedlich aus. Wobei, das mag nicht lange währen, denn dort kommt etwas ganz... Was ist das? Bist du ein Orangenmännchen oder was bist du? Ein Mokofude oder wie hieß er? Mokofude? Mal gucken. Ein Mokofude. Mokofude, ich mach dich Moku-Empty. Komm, zack. Weg mit dir. Zack. Da. Kriegst du denn hier auch Jeanshosen? Du musst gar keine Hosen tragen, du bist ein Monster. Alter, der hat aber was drauf, Mann. Stärker. Hält was auf. Aus, was bist du? Mach mal hier einen starken Zauber. Ah, er leidet aber schon. Guck dir das an. Der leidet. Er kratzt und leidet. Komische Kreatur. So, jetzt klopfe ich dich aber hier zu Schmand, du kleiner Kollege. Mokofude wurde besiegt. Wir kriegen natürlich einen Bonuspunkt und so, ja, versteht ihr von selbst. Und natürlich tolle Gegenstände, die wir einsammeln werden. Wie eine kleine, guck mal, eine kleine Muschelschale. Sag ich, was schön ist. Noch eine kleine Muschelschale. Das ist alles sehr maritim gehalten. Natürlich die nahe Lage zum Meer. Die Meeresböen und sowas, die hier Meeresbrise hier über das Land tragen. Das ist schon spannend. Ich sollte mal auf den Weg reisen und nochmal auf der Karte gucken. Wir müssen nämlich nach Norden. Oh, Sprengsteine. Die sind gefährlich, die Teile. Aber das ist gerade die Gefahr, die zieht uns an. Smiley Rock. Das lachende Felsengestein. Ich mach mal hier... Ah, nee, ich kann... Ich habe das große Schwert. Hatte ich ganz vergessen. Ich habe ja die... Habe ich die Waffe gewechselt gehabt, ne? Uah! Hätte ich mal meine Skillpoints eher da reinsetzen sollen. Verdammt nochmal. Vermaledeiter Gorando. Was tust du nur? Skillpoints hier in Mut und sowas setzen, statt hier deine Fertigkeiten zu verbessern. Kann man hier irgendjemand von unseren Magiern ein bisschen mehr Karacho geben? Ich zieh noch nichts ab mit meiner Waffe. Bin Neuling. Oh, er lacht sinister. Das ist nicht gut. Medami wird gewirkt auf ihn. Von Hotori, unserer Zauberkraft. Achtung, bevor der sich gleich in die Luft springt, müssen wir mal was leisten. Jawohl. Fantastisch. Perfekt. Ich jetzt mal ganz normal. Moment. Soxin. Mantan. Alles erstmal geheilt. Sicherheitshalber. Wir wollen ja nicht, dass irgendeiner auf der Strecke bleibt. Ach du meine Güte. Jetzt gibt es, gießt auch noch die Plörre von Wimmel. Ganz und gar nicht schön. Nicht schnieke. Dafür nehmen wir ein bisschen Baumwollkraut mit. Der Kontinent gefällt mir Wahnsinn. Also die hier, die ganze Flora, die Vegetation, die hier am Rande sind, das sieht so belebt, so frisch, so gedeint aus. Da fühlt man sich einfach wohl. Die Palmen, ja, das ist der Südsee-Feeling. Diese kleinen rumwatschelnden Orangenmänner, die wir mit einem riesengroßen Schwert zu Brei schlagen. Und dann noch kleine Drakis, die dazukommen. Drakima sogar, komm. Hurra! Oh, ich hatte Daiko wieder gewirkt gerade. Machen wir erstmal den Drakima kaputt. Jawohl. Jo, was der beschwört? Jo, dann!
Alter! Kollege, hör mal auf! Kann hier, die Kriegerfertigkeit kann ich hier, Schläge abfangen. Aber ich glaube, ich bin ja einer der Schwächeren. Das schwächste Glied in der Gruppe sozusagen. Auch wenn mein Level 31 ist. Ich fühle mich gerade sehr, sehr, sehr schlecht. Aber ich werde geheilt, Gott sei Dank. Dank unserem lieben Priester Tibulko. Gut, da haben wir jetzt ihn. Oh, meine Fresse, das Viech ist ganz schön ätzend hier, ne? Zack. Jetzt mähen wir ihn mal runter. Medami wird gewirkt, das ist gut, das schadet ihm sehr. Ich rasiere dich, Kollege. Ich pell dir deine Orangenhaut vom Leib. Da. Meine Güte, was für eine bizarre Kreatur. Kann man die essen? Das wäre. Du willst doch hier den Leichnam gleich Huckepack nehmen und in die nächste Taverne schleppen und dann genießt man einfach mal so ein bisschen was von diesem fleischernen Wesen. Ach, jetzt war ich im Postfach, hätte ich auch immer verdammt nochmal. Hätte ich die Briefe lesen sollen. Ihr seht oben das Briefsymbol. Also hier wird viel von uns gefordert im Postfach. Sollen wir mal richtig schmökern? Hier, Kyudarana Küste. Ja, da gehen wir hin. Betörende Schönheit der Natur. Und auch so ein Regenspaziergang kann man ganz gut sein. Ich nehme mal ein bisschen Abstand von den Dingern. Sind wir nicht ganz koscher. Sag mal, Level sind wir jetzt noch nicht gestiegen, aber ich wollte mal gucken. Ist ein bisschen blöd mit den Skillpoints, dass ich die einfach rausgehauen habe. Alter, guckt euch das mal an. Wir haben ja 2 Punkte in das 2er Schwert gehauen. Kann das sein? Tölpelhaft. Tölpelhaft. Und so soll unser neues Abenteuer hier richtig losgehen auf dem neuen Kontinent. Ich weiß ja nicht. Naja, nächstes Mal werden wir da besser verfahren. Ich sag euch das. Alles klar. Wir gehen stringent, schnurstracks weiter. Einfach hier dem Pfade folgen. Denn das nächste Gebiet öffnet dort vorne gleich seine Pforten. Ich würde ja aber auch gerne mal so einen Lizardman bekämpfen. Moment mal. Soll ich das machen? Mal kurz. Ja, die werde gehen noch. Wollen wir mal raufhauen? Wollen wir den mal zerkloppen? Mit seinem Tablett als Schild? Oi, oi, oi. Der sieht gefährlich aus, der Lizardman. Ich hau den mal. Boah, Alter. Der Priester hat aber gerade ordentlich in einen abgekriegt, ne? Verdammt nochmal. Heil dich mal schnell. Ja, sehr gut. 20 Schaden machen wir. Ist nicht so gut. Ich hoffe inständig, dass unsere Priesterin, nicht unsere Priesterin, unsere Magierin, der müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen was geben. Sonst ist die... Haben wir denn irgendwas, was wir ihr zum Heilen der MP geben können? Habe ich jetzt nichts dabei, ne? Verdammt nochmal. Boah, ich bin echt nicht gut ausgerüstet. Meine lange Abwesenheit hier hat ziemlich an meiner Fertigkeit, die ja vorher schon nicht gut vorhanden war, aber trotzdem daran genagt. Ach, mein Sterb! Den Zauberer wird gleich von dem Draki getötet. Alter, und jetzt rastet der hier noch aus, der Lizardman. Was ist denn mit unserem lieben Herrn Priester? Herr Priester, können Sie mal hier Ihren Stab schwingen und mich heilen? Ich werd hier gleich zunichte gemacht. Der tötet mich! Oh, oh. Hilfe rufen. Ich fordere Hilfe. Hilfe. Was macht denn der Pfeifenkopf da hinten? Renn mal weg. Na komm, bitte mach mal. Meine Hilfe. Komm. Flieht. Lass mich liegen. Nehmt mich mit. Hebt mich auf. Holt mich raus. Zauber. Ja, guck mal, jetzt kniet er sich über mich und macht mich wieder gesund, oder was? Nee, ist schief gegangen. Nochmal, komm. Ja, Sau macht der. Sau ist ein relativ schlechter Wiederbelebungszauber. Also ist eine Grundstufe, sagen wir es mal so. Schlecht nicht, aber... Mantan will ich machen hier. Komm, Mantan heißt immer voll heilen. Zack. Jetzt gehen wir weiter. Ich versuche mir mal ins nächste Gebiet zu retten. Man merkt, wir sind tatsächlich hier eher so am Aufliegen, ne? Kann aber auch dran liegen, womöglich auch zu verschulden, einfach der Tatsache, dass ich meine Ausrüstung habe ändern. Guck dir, das sieht natürlich cool aus, ne? Hier, Shadowwitch. Aber ich glaube, das lässt uns hier doch ein bisschen schlechter dastehen. Überleg grad, ob wir...
Bronze Knife ist gar nicht das allerbeste, was wir machen können. Ich bleib mal hierbei. Ihr wisst, damit können wir uns zumindest etwas besser mit unseren Fertigkeiten dann zur Wehr setzen. Werden wir jetzt auch brauchen, denn wir werden vom Lizardman angegriffen. Mal gucken, ob wir uns jetzt hier in irgendeiner Art und... Was denn? Hä? Urano guckt wie wild in die Ferne. Er macht sie jetzt stärker, ne? Seine Angriffskraft ist verdoppelt. Miracle Sword. Okay, damit heilen wir uns natürlich. Das haben wir auch bitter nötig. Gilt ja als Rache? Ich mach mal den Drachenschlag. Halt. Kein Giddy. Flammenschlag. So ein Lizardman zu plätten wäre auch schon mal echt ein cooler Start, oder? Er ist wütend auf mich. Dann werde ich mal ganz den Miracle Sword. Oder Miracle Sword. Um mich auch zu heilen. Da haben wir abwehren können, das ist gut. Greifen wir mal nochmal an. 11 Schaden. Ich glaube, da müssen wir dann doch mit... Ja gut, dass die Zauberer nicht wirklich viel mit Angriffen hier leisten kann, ist klar. Es wäre ganz, ganz freundlich und glücklich, wenn uns der... Eieieiei. Der Pfeifenhain hier irgendwo mal retten würde, ja? Ich fordere Hilfe an. Mach dir die da! Hat ja keine Magie mehr. Aber unser Krieger ist auch so ein bisschen sehr bescheuert. Aber wir können jetzt mit angucken, wie sie den vielleicht retten, ne? Den Kampf. Ja, das hätte die ganze Zeit mal passieren müssen. So, jetzt versuchen wir mal wieder zu beleben. Klappt das? Ich hoffe doch schon. Gott sei Dank. Das war auch jetzt echt höchste Kanone. Und keine Kraft mehr, keine Zauberkraft mehr. Aber wir haben noch was zum Heilen. Ja, hätte ich mehr verwenden sollen, ne? Das ist das Gute, wir können mehrere Sachen gleichzeitig benutzen. Haha, guck mal hier. Da, und zwar... Nummer 3! 90 oben ruf. Aufgeklatscht. Und jetzt verzerren wir uns mal hier aus dieser Landschaft. Da wollen wir nicht mal länger sein. Werfen wir die Karte auf. Guckt euch das mal. Ist das schön, ne? Boah, ist aber echt, das ist echt ein gefährliches Pflaster. Das Terrain, damit ist nicht zu spaßen. Also da begibt man sich schon auf so ziemlich harschen Boden. Jetzt schauen wir mal auf die Karte. Da unten ist eine Grotte. Aber unser Ziel ist ja eigentlich das Königreich erst einmal, beziehungsweise das Königsschlosse. Uns dem anzunähern. Hier haben wir überall Tintenfische, maritimes Monstergut, Seeräuber. Warte, sind das welche hier? Ah ne, das sind Werwolf-Menschen mit Augenklappe. Hat aber schon ein bisschen was Seeräuberisches. Und hier können wir anscheinend mit einem Floß reisen. Und zwar, wohin? Irgendwo in die Ferne. Übers Wasser. Zum Schloss, hoffentlich. Das ist ja nicht mein Ziel. So, Kedan ist hier der Schiffsfahrer. Und von hier können wir eine Fähre nehmen nach Berinat. In südliche Gefilde. Und dank der Herrschaft der Königin ist das alles kostenfrei. Willst du kostenfrei die Fahrt wagen? Ja, gerne. Das war nett. Also dann, auf geht's. Rauf aufs Bötchen, los. Lassen wir die Segel mal im Winde flattern. Und gucken, dass wir hier rüberkommen. Er lädt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Bin ich mal gespannt. Können wir jetzt selbst fahren oder werden wir jetzt? Wir werden wahrscheinlich kutschiert. Wäre schön, wenn es jetzt irgendwie so ein Minigame gibt, wo man das Wasser fährt oder was weiß ich was. Aber nein, ich glaube, das ist es nett. So, ich habe auf dich gewartet. Du bist also angekommen. Hier. Wer hat das gesagt? Wer spricht mich an? Wir sind auf jeden Fall... Ach krass, guck dir das mal an. Das ist ja cool. Darauf haben wir gewartet, hier anzukommen. War das der Schiffsmann hier? Jedenfalls neues Gebiet. Das ist ein Handelsumschlagplatz, an dem wir uns befinden. Wir könnten ja jetzt vielleicht nochmal ganz kurz gucken. Ich weiß, geldtechnisch sind wir nicht gut ausgerüstet. Aber dieser sympathische Fischhändler, der ruft uns natürlich glatt hierher und sagt, ja, was kaufen wir? Nein, ich will nicht. Warte, ich lass mich erstmal gucken, was es hier gibt. Alles nichts für uns gerade, oder was?
Warum darf ich nichts kaufen? Bitte? Was ist los? Ach so, man muss über Level... über Level 35 sein. Guck mal, wir sind absolut unterlevelt. Vorher war das ganz anders und hier sind wir auf einmal unterlevelt. Ich glaube, ihr lieben Freundchen, ich gehe mal kurz auf Ausrüstung. Haben wir denn unseren... Nee, ne? Halt. Hab ich nicht diesen vermaledeiten Hut noch irgendwo? Kopf? Der Engelschleimhut ist ja weggenommen worden? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Haben wir den geopfert irgendwo? Lulastein. Wir können nach Rangao. Aber bevor ich irgendwie nochmal einen anderen Kontinent anlulae, würde ich doch gerne wagen, vorerst... Ach, guck mal hier. Haben wir hier mal schön Fragen vielleicht? Nutsmack. Ein Spieler, Level 95. Herr Priester, können Sie uns hier Ihre Würde irgendwie überkommen lassen? Beten können wir hier. Ich will ein Gebet ableisten. Ich speichere mal diesen Ort hier tatsächlich als der Ort, an welchem ich wieder auflebe, falls ich sterben sollte. Denn die Gegner haben ja schon ordentlich zugelegt gehabt, ne? Das ist schon nicht zu verachten. Wollen wir nochmal speichern, Freunde? Ich starte mal, ja, ich speichere mal hier. Und bette mich an dieser Stelle in dem heiligen Pforten und wechsle jetzt ins Hauptmenü zurück, ihr lieben Leute. Denn hier geht das Abenteuer das nächste Mal weiter. Jetzt nur einmal, um zu sehen, wo wir sind, was Sache ist und wo es weitergeht. Beim nächsten Mal werden wir uns natürlich wieder frohlockend an diesem Ort wiederfinden, am Umschlagplatz, irgendwo da im südlichen Kontinent. Und bis dahin könnt ihr nochmal schön kommentieren, liken, abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, und die Glocke aktivieren. All das wäre eine Gnadentat eurerseits. Und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wird es umso spannender. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Also bis dahin, gabt euch wohl und auf Wiedersehen.